Die Mode ist nicht nur eine Sprache, die man auf der ganzen Welt versteht. Sie stellt auch eine Weltmacht dar. Man nennt sie Königin der Kleider, Anne Burda, über die wir in der heutigen Folge berichten werden. Nicht wegschalten, denn es wird spannend. Anne Magdalene Burda wurde am 28. Juli 1909 in Offenburg geboren.